Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zu einem neuen Interview von Conoscere TV. Heute stelle ich Ihnen das Buch Die Seele der Welt von Mirja Schirmer vor, welches beim Europabuch Verlag erschienen ist. Die Seele der Welt von Mirja Schirmer erzählt von einer Welt, die von den Elementen beherrscht wird und ein tiefes Geheimnis verbirgt. Ich will aber nicht zu viel verraten und möchte die Autorin selbst zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Mirja. Hallo. Ja, können Sie uns ein bisschen mehr erzählen, welche Themen und Inhalte im Buch angesprochen werden? Ja, also grundsätzlich ist das Buch ein klassischer Fantasy-Roman mit einer Fantasy-Welt, in der es auch Zauber und Magie vorkommt. Aber natürlich steckt dahinter auch immer ein gewisser wahrer Kern. Es war jetzt nicht, dass ich mir speziell gedacht habe, dass ich auf bestimmte Themen sprechen will. Aber ich würde schon denken, dass die klassischen Themen vorkommen. Also einmal halt das Thema von Macht und wie Macht sich halt auch auf Menschen auswirkt. Dann auch ein bisschen Unterdrückung und halt auch für mich sehr wichtig auch der Umweltaspekt. Okay. Genau. Ja, das sind wichtige Themen. Und haben Sie an eine bestimmte Lesegruppe gedacht, wenn Sie dieses Buch geschrieben haben? Eigentlich nicht wirklich. Also eigentlich denke ich, dass jeder es lesen kann, egal ob man jetzt jung ist oder alt. Man nimmt da, denke ich, auch immer unterschiedlich viel mit. Also wenn du jünger bist, siehst du vielleicht nicht unbedingt den Kern hinter dem Gedanken. Aber die Geschichte ist ja auch für jüngere Leser, denke ich, auch geeignet. Ja, okay. Und was war Ihr Ziel beim Schreiben dieses Buches? Also mein erstes Ziel war natürlich, das Buch fertig zu schreiben. Ich habe einfach irgendwann angefangen, weil ich so viele Ideen hatte und ich wollte schon immer mal so ein richtiges ganzes Buch schreiben und nicht nur so kleine Geschichten. Und dann irgendwann habe ich halt immer weitergeschrieben und ich war so, ja, ich muss das jetzt auch wirklich fertig machen, weil ich bin so weit gekommen. Und ja, danach, als ich dann schließlich so Richtung Ende kam, hatte ich dann das Ziel, es zu veröffentlichen, weil das halt ein unglaublich großer Traum von mir ist. Und ich auch selber mich sehr für Bücher begeistern kann und Autoren auch extrem spannend finde. Genau, aber so von Anfang an so ein richtiges Ziel, dass ich jetzt irgendwas vermitteln wollte oder so, hatte ich tatsächlich nicht. Okay, das ist auch gut, einfach spontan zu schreiben und dann sehen, wo die Literatur uns bringt. Wie würden Sie Ihren Schreibstil beschreiben, ob Sie einen schon entwickelt haben und im Allgemeinen haben Sie literarische Modelle? Also ich selber würde meinen Schreibstil beschreiben, dass ich mag sehr gerne Adjektive. Ich mag es gerne, Dinge genau auszuführen und zu beschreiben, damit man sich das auch wirklich vorstellen kann. Gerade bei der Personenbeschreibung ist bei mir immer so ein Punkt, wo ich bei Büchern selber immer nachdenke, wie wird diese Person jetzt wohl aussehen, weil sie nie wirklich beschrieben wird. Und mir war es halt ganz wichtig, dass man genau weiß, wie sieht das aus, wie soll man sich das vorstellen. Und ich mag auch manchmal sehr auf Dinge eingehen, ins Detail gehen. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich mich an irgendwas orientiert habe und gesagt, ja, ich mache jetzt besonders lange oder besonders kurze Sätze, sondern einfach nach Intuition. Ja, okay, sehr interessant. Und jetzt eine persönliche Frage. Wie haben Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Bekannte auf diese Buchsveröffentlichung reagiert? Also ich habe immer schon gerade von einer guten Freundin von mir immer erzählt, sie hat mich eigentlich fast den ganzen Prozess auch begleitet, immer gefragt, wie weit ich denn jetzt bin und sie wollte es auch unbedingt lesen. Und sie war auch ganz begeistert und auch andere Freunde von mir fanden das auch sehr beeindruckend und so. Und eigentlich haben das alle sehr positiv aufgefasst und waren auch, ja, mach das auf jeden Fall, wenn du daran glaubst. Ich wurde auch viel von meiner Familie unterstützt. Also auf meiner größeren Familie und genau. Ja, also vielen Dank, liebe Mirja, für Ihre Zeit, für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück mit dem Buch. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch viel Glück. Bitte sehr. Die Seele der Welt von Mirja Schirmer ist ab sofort erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch online als E-Buch. Und es ist aus einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.